Es geht los. Durchqueren wir das Niemandsland. Hallo, Freunde. So. War natürlich auch toll von wegen Überraschungsmoment ausnutzen oder so. Die beiden haben natürlich sofort angegriffen, Garrus und Tali. Da kann man das mit dem Überraschungsmoment dann irgendwie auch vergessen. Oh, schaut mal, ein Marco. Wahnsinn. Die haben einen Marco. Ist das nicht niedlich? Da kommen ja nostalgische Gefühle auf. Nein! Nicht den Marco! Ihr Schweine! Ah. Sauerei hier, wo ist denn noch einer? Hallo, wo ist denn der? Bin ich irgendwie zu dumm oder? Moment mal. Da drüben! Irgendwie habe ich gerade totale Orientierungsschwierigkeiten. So, schon besser. Hammer's. Ich hoffe doch. Noch ein Marco. Eine Heuschrecke. Natürlich. Das Vieh kriegen wir klein. Und Feierabend. Halt. Ich höre etwas, das ich nicht hören will. Ich höre etwas, das ich ganz und gar nicht hören will. Eine Banshee. Ich wusste es doch. So, mag denn irgendjemand mir mal helfen hier dabei? Hä? Jungs und Mädels? So, mal aus dem Weg mit dir. Ich weiß nicht, auf wen sich die Banshee jetzt konzentriert. Ich hoffe aber, dass nicht ich es bin. Hi! Woo! Alte! Weg, 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 weg! Ich komme nicht weg. Wo bin ich denn hier? Ach, da war eine Mauer im Weg. Das muss mir doch einer sagen. So, können wir vielleicht nochmal hier ein bisschen draufhauen? Oh, hi! So, mal wieder ein bisschen Panzerung herstellen. Hat die Banshee gerade jemanden von mir umgenietet? Ganz und gar nicht nett. Dafür niete ich dich um. Schwerer Beschuss aus dem ersten Stock. Wir brauchen Unterstützung. Wir versuchen, das Gebäude zu sichern. Hallo? Ah, hier. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen aufräumen hier. Bisschen Muni kann ich schaden. Her damit. Und weiter. Husks. Wie süß. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal Husks Angst gemacht haben. Die da vielleicht schon ein bisschen eher. Bitte alles darauf halten, was ihr habt, Leute. Wow. Aber nicht doch. Scheiße. Das war irgendwie uncool, aber hat irgendwie funktioniert. Erstaunlicherweise. So, habt ihr denn zufälligerweise was, was ihr dem entgegenwerfen könnt mit? Nee, ne? Naja, gut, dann kümmere ich mich eben alleine drum. Alles klar. Weiter geht's. Damit bist du doch den Posten erreicht haben, oder? Hier draußen abgeschlachtet, Commander. Ich bin unterwegs, bin unterwegs. Verdammt, Kompanie Kilo wird zerlegt. Ein alter Mann ist kein D-Zug. So, wollen wir denn vielleicht mal hier uns um den Verwüster kümmern? Zuallererst mal. Ah, aber nicht so gegen die Wand schießen. So. Und rein zum Spielen.
Damit sollte es doch jetzt ein bisschen besser aussehen für unsere Jungs da unten, oder? Company Charlie wurde ausgeschaltet. Zack. So, haben wir noch jemanden? Nee, aber zumindest scheinen es unsere Panzer jetzt geschafft zu haben. Zieht durch, Mädels und Jungs. Okay, schauen wir uns mal ganz kurz hier um, ob wir irgendwas finden. Mom, Dad, ich kann euch nicht erreichen. Ich hab's im Büro versucht und über eure Privatleitungen. Niemand geht ran. In den Nachrichten hieß es, die Bombardierungen würden immer schlimmer. Und dann fiel der Strom aus. Ich weiß, dass ich hierbleiben soll, aber ich kann niemanden erreichen und mache mir große Sorgen um die Zwillinge. Ich gehe jetzt zur Schule und hole sie ab, okay? Wenn ich noch andere Kinder finde, bringe ich die auch mit. Falls wir uns in den Notbunkern treffen, dürft ihr mich auch gerne anschreien. Alles Liebe, Kay. Oder Kai, wie auch immer. Dann hoffen wir mal, dass sie es zu den Notbunkern geschafft haben. Und hoffen wir mal, dass das hier nicht Kay ist. Mann. Okay, hier haben wir aber sonst nichts weiter. Na dann weiter. Wow! Weg mit dir, Kollege! Also gut, Männer. Augen aufhalten. Die Gebäude geben uns Deckung. Aber der Feind kann sich besser verstecken. Hier, Kompanie. Wir haben nicht genug Platz, um die Panzer zu manövrieren. So, jetzt geht's richtig in den Häuserkampf rein. Mag vielleicht mal jemand was auf den Verwüster feuern da oben? So eine Mine und so eine Kampfdrohne. Ja, ich gehe da mal ein bisschen aus dem Weg. Ach du Schande. Ja, ich habe gerade auch gesehen, mein Leben ist verdammt niedrig, aber war ein bisschen zu spät. Gut, wie machen wir das denn am blödsten? Dann vielleicht nicht ganz so weit vorstoßen. So, ich denke mal, so weit wird okay sein. Aber dann sollte ich vielleicht mal hier in Deckung gehen. Erstmal den Verwüster da oben. So, und jetzt können wir doch ein bisschen hier Spaß haben. Oh, hier ist aber echt was los, Mann. Der war schon hinüber. Das war ein bisschen sinnlos. Oh, schon wieder so einer. Nein! Scheißdreck. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Haben wir denn vielleicht mal jemanden, an dem ich gerade meine Schilder aufladen kann? Hier! Du da! Den nehmen wir doch gleich mal mit, so für zwischendurch. Ich verstecke mich einfach mal hinter der Telefonzelle. Wow, 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 wow. Was denn jetzt? Ach so. Okay, alles gut. Die Position klang nicht so gut bei Delta. So, schön rein ins Gewimmel. Hier ist echt was los. Aber ich glaube, wir haben es erstmal geschafft. Fast zumindest. Und tschüss. So, kommt ihr beiden. Ich glaube, wir haben es immer noch nicht. Ist ja Wahnsinn. Was ist denn hier los, Mensch? Ist ja echt verrückt. Gut. Und du auch noch aufs Maul. Mann. Wer hat denn das hier so vollgestopft mit denen? Diese Kannibalen sind ja echt der Hammer. Von der Anzahl her. Okay, jetzt aber, oder? Ich glaube, jetzt haben wir wirklich mal einen Moment lang Ruhe. Eine kleine Verschnaufpause für zwischendurch. Alles gut. Wir sind immer noch dabei. Und weiter. Die haben London schon ganz schön auseinandergenommen, muss ich sagen. Da ist nicht mehr viel übrig von der Stadt.
Na, das war ja jetzt überraschend, dass das keine Wirkung hat. Okay, jetzt spinnt auch noch das Zielsystem rum. Es wird immer besser bei den Jungs und Mädels da drüben. Ich glaube, außer bei uns läuft es nirgendwo wirklich glatt. Kann das sein? Hallo, was ist denn hier los? Okay. Ja, dass Charlie ausgelöscht wurde, hatten wir doch vorhin schon mal gehört, oder? Auch das bringt nichts. Ihr müsst schon gezielt machen. Eben. Verstanden. Unsere Techniker sind dabei. Ich glaube, es hat etwas mit dem Strahl zu tun. Ach so, hier geht's hoch. Hallo. Na, wie geht's so, mein Kleiner? Leg dich mal schlafen. Du hast heute schon einen anstrengenden Tag gehabt. Ruh dich ruhig aus, mein Süßer. Kleiner Rohling. So, ich glaube, wir machen in der Zwischenzeit mal weiter, wenn sich der Rohling ausruht. Wird Zeit, dass wir ein bisschen vorstoßen. Oh, mehrere gleich. So eine Sauerei. So, aber das geht schon. Der erste ist schon hinüber und der zweite folgt auch gleich. Sie schicken mehr Bodentruppen. Sie kommen von Was? Sie kommen von überall. Sie greifen die Panzer an. Beschützen Sie die Panzer um jeden Preis. Ohne die Raketen haben wir keine Chance. Der hat gerade wirklich noch im Sterben nach mir geschlagen. Ist er verrückt. Diese Schweinehunde. Die geben auch nie auf, bis zum letzten Atemzug. Sicherheitsmemo. Ihre Ziele sind Bunker, Evakuierungsshuttles, Notfalldienste, Kraftwerke, Bürger. Sie wollen weniger die Infrastruktur vernichten, sondern hauptsächlich die Bevölkerung. Wir müssen die üblichen Evakuierungspläne modifizieren. Das konventionelle Vorgehen ist nicht ausreichend. Dabei gibt es nur noch mehr Opfer. Bilden Sie kleine Gruppen, bringen Sie Überlebende aus der Stadt, verteilen Sie die Menschen so weit wie möglich. Weitersagen, Leute. Ja, das habt ihr hoffentlich alle verinnerlicht. Wenn ihr alle auf einem Platz hockt, hauen die Reaper da rein und alle sind tot. Ihr müsst euch verteilen. Oder zurückschlagen, so wie wir das jetzt tun. Schalten Sie sie aus, Kasegami. Alle Einheiten, heftig. Ich glaube, wenn das Letzte ist, was man sieht, ist das auch nicht so schön. Aber dass gerade ein Kroganer dann nicht noch versucht, trotzig im letzten Moment reinzuschießen, wundert mich auch. Gerade die sollten doch eigentlich dann willens sein, sowas zu tun, oder? So, was ist denn hier los mit den Panzern? Warum stehen die denn hier einfach so rum? Wie bestellt und nicht abgeholt? Warum kümmert sich denn da keiner drum? Oder sind wir dazu jetzt hier? So, wo darf ich denn eingreifen? Da drüben. Oh, das war aber ein weiter Hüpfer. Okay. Da ist die Artillerie. Aber die Kompanie wurde ausgelöscht. Commander, hören Sie mich. Major, wie ist die Lage? Der Strahl stört das Raketenziel-Suchsystem. Wir treffen den Zerstörer aber niemals mit der nötigen Präzision, um ihn auszuschalten. Verdammt. Didi, hören Sie mich. Jawohl, Commander. Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandy verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet. Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandy öffnen.
Wird gemacht. Wir sind dabei. Dann mal schnell zu dem Raketenwerfer hier drüben. Warum wir den davon nicht gleich mit aktivieren, weiß ich nicht. Aber naja. Das war's. Ich sage Bescheid, wenn ich die Zielerfassung angepasst habe. Das hört sich gut an, Commander. Warten wir es ab. Hammer! Hier ist Admiral Anderson. Die Reaper-Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellung halten und die Panzer beschützen, bis wir zum Schuss kommen. Sie haben's gehört. Bereit machen. Da sind sie! Tja, und wir haben so lange mit Bodentruppen zu tun. Und das wird eine ganze Menge werden. Nicht bloß die Bodentruppen. Jetzt spielt auch noch der Reaper mit. Das könnte ungemütlich werden, wenn er einmal auf den Boden schießt. So. Ich gehe dann vielleicht mal hier wieder zurück ein bisschen. Ist vielleicht besser, auch bei den Raketenwerfern zu bleiben dabei. Okay. Gut. Erste Welle abgewehrt. Sehen wir zu, dass wir auch so weit bleiben. Komm, weg mit dir. Ach, das war Garrus, okay. Alles klar. Wo schießt er eigentlich hin? Wir haben versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben unsere Trucks zerstört. Unsere Stellung wird überrannt. Ihre linke Flanke ist offen. Sie kommen in ihre Richtung. Tut mir leid, Sir. Ach, Mist. Achtung, Leute, da kommen noch mehr. Auf unsere linke Flanke achten. Na, herzlichen Glückwunsch. Los geht's. Arbeiten wir mal ein bisschen mit Deckung, weil die leider da oben rumspringen und wir dort garantiert nicht hinkommen. So, aber wir haben ja zum Glück unseren Blutrausch. Ich bin ganz froh, dass ich den damals ausgewählt habe. Der kann doch sehr viel erleichtern, muss ich sagen. Oh nein. Eine Banshee. Die hat mir noch gefehlt. So, alles auf die Banshee, bitte. Ja, ich hoffe doch. Schön auf die Banshee halten. Die könnte sonst ein übles Problem werden. So aber nicht. Mensch, das war ja jetzt... Im Eilverfahren haben wir die ja abgefrühstückt gerade. Ist ja Wahnsinn. Noch eine? Na, aber natürlich. So, beide auf die losgehen, bitte. Ab geht's. Und weiter drauf. Was denn hier? Diese Sauhunde hier. Von der Seite. Oh, oh, oh. Erstmal die Banshee, erstmal die Banshee. Na komm schon, greif ihn an. Geht doch. So, und jetzt erstmal bitte ein bisschen Abstand zur Banshee gewinnen. Okay, das läuft. Oh, ich kann doch zu denen hier hochspringen. Ist ja verrückt. Ich dachte, das geht nicht. Komm, bleib liegen. Okay. Und wieder nach unten. Alles gut. Alles fein. Sie haben es gehört. Zurück zum Truck. Na dann, los geht's. Zielsuchsystem verbessert. Feuer. Kontere Interferenzen. Hat sie getroffen? Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch zwei Raketen. Und wir haben ihn nicht mal angekratzt. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Commander, Hammer wird überall überrannt. Reaper-Bodentruppen nähern sich ihrer Position. Wir kämpfen uns zu ihnen durch. Halten Sie durch, Commander. Halten Sie durch. Kehler,
Wie kann es denn noch mehr von denen geben? Alle durchhalten. Wir schaffen das. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir werden es gleich wissen. Da kommen sie. Oh, ich höre doch schon wieder Rohlinge oder sowas. Kann das sein? Ja, ich habe richtig gehört. Oh, shit. Nee. Vergiss es aber mal, mein Freund. So, komm, erstmal den hier vorne. Okay, den hätten wir. Mann, hier kommen ja nur noch Rohlinge. Was ist denn hier los? Bitte mal ganz kurz hier ein bisschen heilen. Okay. Alles gut soweit. Alter! Man kann es auch übertreiben. So, gehen wir noch mal ein bisschen auf die Art und Weise drauf. Ich wollte mal hinten aus der Ecke rauskommen. Eieiei, hier ist was los. Heuschrecke! Eine Heuschrecke auch noch. Na, danke schön. Ihr habt sie doch nicht alle. Ich glaube, ihr wollt mich quälen, oder? Hackt auf das Ding! Gut! Oh, die explodiert doch! Die explodiert! Gut. Stille. Zumindest für einen Moment. Und dann kommen die Banshees. Oh Gott! Nicht bloß die Banshees! Hier kommt auch der Reaper. Shit. Oh Gott. Ich muss mal was Ungemütliches machen und hier mich draufstürzen. Oh Gott. Weg hier. Oh Gott. Das war ja ziemlich abgefuckt gerade. Was haben wir denn hier drüben? Ach, ein Marodeur. Das ist in Ordnung. Da können wir uns mal einmischen kurz. So. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, jetzt Scarus zu beleben. Doch, ich glaube schon. Komm, wir machen mal. So. Und weiter geht's. Ist die Banshee platt? Nee, ne? Die lebt noch. Shit. Jetzt ist sie aber hinüber. Sehr gut. Oh, fuck. Okay. Eieieiei. Und die nächste. Natürlich die nächste. Wo ist die? Wo ist die Banshee? Oh Gott, ist die nah. ja. Bitte haltet drauf. Ich gehe dann mal kurz. Ich glaube, ich bin gerade um Haaresbreite dem Strahl des Reapers entkommen. Man kann es, glaube ich, souveräner gestalten. Scheiße. Was ist denn hier los? Drauf auf die Säue. Ja. Oh nein, ich sehe gerade, da kommt ein Strahl. Oh Gott. Und schnell weg. So. Gib mir eine Pause. Ich brauche eine Pause. Scheiße, da kam der Strahl und diesmal konnte ich nicht ausweichen. Oh, seid ihr gemein. Mann. Wenigstens muss man es nicht von Anfang an wieder machen, sondern man setzt mittendrin ein. Das ist auch bitter nötig in dem Fall. Ja, natürlich. Ich konnte jetzt voll ausweichen. Das ist auch bitter nötig in dem Fall, denn wir sehen, hier ist es so heftig, dass es doch schon an Zufall grenzt, ob man durchkommt oder nicht. Manchmal hat man das Gefühl. Was gar nicht so schlimm ist, denn das gehört im Krieg dazu, sage ich mal, ne? Oh, die kommt wieder hier lang.
Was, auf der Seite? Sag mal, willst du mich verarschen? Vorhin war es auf der anderen Seite. Ich kann nicht überall hingehen. Verfolgt mich das Ding etwa? Ist es genau auf mich eingestellt? Das wäre unglaublich gemein. Ich hänge hier irgendwie am Auto fest. So, dann gehe ich doch lieber mal hier in die Ecke. Da sollte doch theoretisch das Haus im Weg sein. Theoretisch. Kommt mal am besten zu mir hier rüber. Ihr müsst nicht davon so rumstehen. So, die hätten wir. Oha, und schon die nächste. Okay. Jetzt hole ich mich, dir mich. Hole ich mir dich so rum, nicht dir mich. Was quatsch ich denn? So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz hier dafür sorgen, dass meine Leute am Leben bleiben. Ah. So. Wie viele Banshees soll ich denn noch überstehen? Oh Gott. Immer schön draufhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und irgendjemanden zum Ziel? Ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich jetzt noch kurz irgendwo hinspringen, aber man schafft's nicht mehr. Man schafft's einfach nicht mehr. Wie viele von denen kommen denn hier? Ich glaube, es ist aber wirklich nicht schlecht, sich hierhin zu retten erstmal. Damit man von dem Reaper-Strahl nicht so getroffen wird. Denn er schießt immer durch die Mitte. Scheiße. Ich muss doch ein bisschen in Deckung gehen hier. Es geht sonst nicht anders. Oh Mann. Du dumme Bitch. Ich komm mal kurz zu dir rüber da. So. Hohoho. Aber nicht doch. Warum mache ich das eigentlich? Warum gehe ich immer so in die rein? Scheiße. Und stirb! So, möchte denn jemand mitkämpfen? So, ich glaube, ich nehme mir dann aber mal einen anderen Gegner hier. Wenn wir einen finden zumindest. Du da! Du bist dran! So, bringen wir uns doch mal ein bisschen Sicherheit hier. Jungs und Mädels, wie sieht's aus? Schaffen wir das? Oh, ich habe irgendwie Sorge, dass mir gleich der Reaper seinen Strahl um die Ohren haut. Ich glaube, die ist nicht ganz unbegründet, wenn ich mir das so anschaue. Und Garrus ist hinüber, ich muss ihn mal heilen. So, jetzt aber. Bitte lass mir den Strahl nicht um die Ohren fliegen. Wo ist denn hier der Reaper, die Banshee hin? Da drüben. Oh Gott! Lass mich hier raus! Shit. Wow. Das war ungemütlich. So, ich übernehme dann mal deine Stellung. Und ich glaube, wir sollten ganz schnell mal die Banshee da hinten ausschalten. Fuck, ich bin hier überhaupt nicht geschützt. Ja! Ich bin da! Ja! Gott sei Dank! Bring ihn um. Er geht runter. Feuern Sie aus allen Rohren. Stirb, du Bitch. Ja. Zerstörer neutralisiert. Gute Arbeit, Edie. Shepard, wir
zu Ihrer Position. Verstanden.